Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei unserem Format Back to School. Wie läuft die Ausbildung an der Heilsteinschule Schweiz ab? Darüber unterhalte ich mich gleich mit Bruno Vogler-Pfeiffer und Manuel Litschi. Bruno ist Leiter der Heilsteinschule Schweiz und seit 5 Jahren vollberuflich als Naturheiler tätig. Manuel ist Psychiatriepfleger und Hauptdozent an der Heilsteinschule Schweiz. Es wird spannend. Bleiben Sie dran. Herzlich willkommen, Bruno, Manuel. Schön, seid ihr hier. Vielen Dank. Danke, ja. Bevor wir auf die Ausbildung und Struktur der Heilsteinschule eingehen, möchte ich euch mit einem Satz konfrontieren. Und der lautet: Lehren und Lernen mit Herz, Hand, Kopf und Fuß. Was bedeutet das? Ja, das ist dein Kind, Bruno. Das ist mein Kind. Also, ja, guten Tag zusammen. Danke, dass ich hier sein darf, erneut hier sein darf und meine Arbeit präsentieren. Herz, Hand, Fuß und Kopf, das ist eigentlich das Leitbild unserer Firma, das Leitbild unserer Heilsteinschule. Kommen die Leute zu mir oder finden den Weg zu mir an die Schule, weil ihr Herz danach ruft. Dann mit Hand, das ist klar, wir spüren die Steine. Also es gibt keinen Unterricht, ohne dass wir Steine in den Fingern haben. Also es gehen nie 10 Minuten vorbei, das ist ganz wichtig. Wenn ich was von der Materie erzähle, dann muss ich den Stein fühlen, den muss ich in der Hand haben. Und so bekomme ich einen Bezug. Jeder Stein hat eine Schwingung wie ein Magnet und der schwingt dann mich so ein. Und dann ist er mir auch gegenwärtig und in Erinnerung. Nur wenn ich ihn halte, spüre ich seine ganze Energie. Das ist das mit Hand. Mit Fuß, ja, wir gehen im Jahr. Die Heilsteinschule zieht sich über 23 Ausbildungstage hin. Und davon sind wir 6 Tage in den Alpen unterwegs. Zu Fuß, im Gelände, mit Hammer und klopfen die Steine aus dem Felsen und so weiter. Das ist etwas ganz Wichtiges, weil wir müssen nach draußen gehen und ich sage, die Schätze liegen uns zu Füßen, wir müssen sie nur aufheben. Also ich sage nicht Schätze, das sind für mich Arzneimittel und wir kennen sie nicht. Und deswegen kommt man an die Schule, dass man das lernt. Herz, Hand, Kopf. Ja, der Kopf wird am Schluss benötigt, habe ich auch meine Dozenten, dass wir wirklich, ist eine zertifizierte Ausbildung und am Schluss durchläuft man eine Fragestunde, wenn ich so sagen kann. Also es ist schon eine Prüfung, aber meine Schule zeichnet sich durch Qualität aus und Qualität muss gemessen werden. Wenn ich ein Zertifikat abgebe, dann gebe ich das nicht einfach, als hätte ich da einen Handlesmerkurs besucht. Ja, ja. Das ist ja so eine gewisse Gewährleistung, eine gewisse Qualität, die da zertifiziert wird. Und wir von der Heilsteinschule, wir sind zertifiziert nach dem Schweizerischen Naturheilerverband seit über 10 Jahren. Wir sind zertifiziert etwas höher, sogar nach QP1. Also das war noch Zertifikation, habe ich vor 2 Jahren geholt. Also erschwerte Bedingungen. Und es ist so, Damen und Herren, es gibt viele Leute, die ein Heilpraktiker sind und Ausbildung machen müssen. Und meine Schule wurde schon mehrmals anerkannt als professionelle Weiterbildung für solche, die Krankenkassen anerkannt sind. Aber dann habe ich jetzt eben, ich bin ja nicht alleine da, ich habe noch meinen Hauptdozenten, Manuel Litschi. Er als Psychiatriepfleger wird euch seine Sicht über das kurz erzählen. Und nachher können wir ja wirklich auf unsere Strukturen eingehen. Ich mache jetzt das 10 Jahre, die Heilsteinschule. Seit 10 Jahren bilde ich aus. Es geht jetzt, ich habe kurz gezählt, ich habe 32 Ausbildungsklassen durchgebracht. Und jetzt brauche ich Hilfe. Und die neuen Helfer an der Heilsteinschule, die neuen Dozenten, möchte ich euch in den nächsten Sendungen vorstellen. Manuel. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier heute hier sprechen darf und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine Person vorstellen darf. Wie gesagt, mein Name ist Manuel Litschi. Ich arbeite seit über 10 Jahren in der Psychiatrie im Fachbereich Psychotherapie. Das ist so mein Background.
Ursprünglich habe ich Elektroniker gelernt, also auch die naturwissenschaftliche Seite der Materie im wahrsten Sinne des Wortes gelernt oder Einblick erhalten und habe mich dann beschäftigt mit dem Wesen des Menschen oder mit der Psyche vor allem, natürlich auch mit den körperlichen Aspekten. Die haben mich schon sehr, sehr früh interessiert und ich bin dann vor 2,5 Jahren mittlerweile zu den Steinen gekommen, per Zufall in ein Steingeschäft geraten und das hat mich so fasziniert, dass ich dann immer wieder hingegangen bin und somit hat sich dann die Leidenschaft entwickelt. Ich habe kurz darauf hier auf QS24 die Sendung gesehen von Bruno und das war mein Einstieg, die Sendung, ich habe Bruno gesehen und habe gedacht, doch, das gefällt mir, das Konzept und die Energie, die da mitspielt, habe mich sofort angemeldet und gleich etwa 3 Monate später im September ging dann die Ausbildung los und eben, wie gesagt, 9 Monate Ausbildung. Nach diesen 9 Monaten war es dann so, dass der Zulauf zugenommen hat mit den Anmeldungen und Bruno mich angerufen hat, gesagt, er braucht Unterstützung, ob ich ihm nicht helfen kann bei einem großen, es war auch eine 12er-Klasse oder 12er, 13er-Klasse, ob ich ihm da nicht helfen kann, weil der Schulort ist in meiner Nähe, der ist nur 20 Minuten von meinem Wohnort weg. Also da hat alles gepasst, auch angefangen mit einem zufälligen Besuch in einem Steinshop. Das war eine glückliche Fügung und ihr habt euch jetzt offensichtlich zusammengefunden und tragt dieses Kind auch weiter. Mhm. Ja, absolut. Darf ich ganz kurz sagen, im Steinshop, wo er ging er nachher auch wieder hin und hat dann den Besitzer dieser Firma, das ist die Steinoase, OCH, auch ganz fein genötigt, die Schule zu machen. Und der ist auch begeistert. Wir sind heute Freunde, wir sind Geschäftspartner. Also da ist Wachstum entstanden. Und er ist an der Front, hat ein Geschäft, das viel Kundendurchlauf hat und er bringt mir jetzt auch neue Schüler. Also durch ihn und so geht die Reise zu den Steinen, aber jetzt darf ich das Wort wieder mal rücken. Jetzt bin ich neugierig, wie die Struktur so was abläuft, was mich da erwartet, wenn ich da in die Heilsteinschule eintrete. Genau, also es ist ja so, wie Bruno gesagt hat, die Strukturen hat Bruno ja selbstständig in Eigenarbeit über 10 Jahre entwickelt oder während dieser 10 Jahren bald ist das so gegangen. Und jetzt benötigt er Unterstützung, weil mittlerweile jetzt haben wir 28 Schüler und Schülerinnen auf der ganzen Schweiz verteilt, auf mehrere Standorte. Und es kommen nochmals einige mehr jetzt im April. Also wir haben dann über den Daumen gepeilt über 7 Klassen, die parallel laufen. Und das ist schon eine Komplexität. Es ist anders, wenn man nur so 3er-, 4er-Klassen oder 5er-Klassen hat, die noch überschaubar sind. Da muss der Unterricht ja auch etwas anders ablaufen. Es ist tatsächlich eher wieder wie eine Schule und nicht mehr wie Privatunterricht. Und für das haben wir uns getroffen. Also zuerst einmal war die Frage, ja, wer unterstützt dieses Projekt? Welche Dozenten könnten dieses Projekt bereichern? Und wir haben uns zusammengesetzt im letzten Sommer über 2 Tage und haben das ganze Konzept sozusagen gestrafft und mit neuen Ideen gefüllt, die auch von den verschiedenen Dozenten kamen. Und meines Erachtens wurde somit der Lehrplan der Heilsteinschule Schweiz sehr bereichert. Und gewisse Blöcke, Lerneinheiten haben wir gekürzt, zugunsten wiederum von anderen Schwerpunkten. Und jetzt momentan läuft es so, dass wir in den ersten 6 Tagen zum Beispiel haben wir das sogenannte analytische Wissen, also die analytische Steuerkunde, verpackt. Und nach 6 Tagen, also sind, wenn man jetzt, es gibt Wochenendseminare oder Einzeltage, also wo man dann alle 2 Wochen einen Tag kommt oder dann einmal pro Monat ein Wochenende besucht, je nach Schulstandort. Also wenn man die ersten 3 Wochenenden zum Beispiel macht, hat man dieses Grundwissen der analytischen Steuerkunde, die ja von Michael Ginger her geprägt wurde aus Deutschland. Das war auch der Lehrer von Bruno persönlich. Der Grundlagenbuch. Ja, genau, das ist das ist die Basis. Ja, und nachher, nach diesen 6 Tagen, steigen wir dann eben in ganz interessante Gebiete ein oder auch andere Gebiete, wie der intuitive Zugang zu den Steinen, die therapeutische Arbeit, Beratungsmöglichkeiten, also wie läuft auch eine Beratung ab. Dann gibt es noch auch etwas exotischere Gebiete, wie zum Beispiel 5 Elemente, also Steine im Kontext der 5 Elementenlehre. Ja. Dann gibt es
eben meditative Arbeit mit dem Stein. Es gibt dann noch die Verreibung. Das sind dann sogar 2 Tage, wo es um die Herstellung von Homöopathie geht. Nach Editeure. Editeure hat ja auch ein riesen Grundlagenwerk geschaffen mit ihrem Buch. Und auch da, Bruno kennt sie persönlich. Ich hatte die Ehre noch nicht. Bruno hat bei ihrer Ausbildung gemacht. Vielleicht kannst du dazu der Homöopathie noch etwas sagen. Eines deiner Lieblingsgebiete. Ja, ich darf da wieder meinen Lehrer in Erinnerung bringen, Michael Ginger. Mhm. Er hat in seinen letzten Lebensjahren, er ist 2014 verstorben, leider sehr schnell, mit 50. Und er, die letzten 2 Jahre hat er das Edelstein-Fundament ins Leben gerufen mit der Editeure. Die Editeure ist eine Homöopathin, wo mit Mineralien arbeitet, homöopathisch. Und sie hat das Edelstein-Fundament darauf gestützt, auf die 12 Edelsteine aus dem neuen Jerusalem. Also da hat es Topaz, da hat es Aquamarin, da hat es Jaspise, die verschiedenen Amethyst etc. Und das war eigentlich, die wurden mal zu dieser Zeit dem Apostel Johannes eingegeben, und er hat das auch niedergeschrieben. Und zu diesen 12 Steinen hat sie eine Beziehung zu Märchen geschaffen. Also wenn zu ihr, zu der Editeure, Patienten ins Zimmer kommen, sie ist Heilpraktikerin, dann fragt sie nach den Lebensumständen. Und wenn jemand dann sagt, meine Schwiegermutter möchte mich am liebsten vergiften, dann weiß sie, aha, das ist Schneewittchen mit dem Apfel, der hängen blieb. Und sie hat dem Märchen Schneewittchen den Sardonyx zugeordnet. Also Sardonyx steht auch für Kommunikation. Sardonyx besteht aus Schwarz, Weiß und Rot. Das sind die 3 Elemente, die im Chalcedon oder erkalten, das ist ein Chalcedon. Schwarz, also Plus und Minus, wenn man das zusammenhält, gibt es Funken dazwischen. Und das ist ein so kraftvoller Stein, man täuscht sich. Also es geht hier um Kommunikation, und wenn Kommunikation da ist, dann gibt es immer Konflikte oder Energien, die explodieren. Und das passiert mit dem Stein. Und wie hat das Eingang gefunden in die Homöopathie? Also, da muss ich wieder bei Jedi zurückkommen. Sie hat ihr 5. Kind geboren. 1987, das war ein Tschernobyl-Kind. Sie wusste, das wird nicht lange überleben. Weil es durch Tschernobyl-Strahlung, die da in den Norden ging, sie war oben in Hamburg zu Hause, und sie hat das Kind geboren, und es ist nach wenigen Wochen oder Monaten gestorben. Und dann kam die Botschaft. Zu den Steinen, das hatte sie schon, aber ihr 2-jähriger Sohn sagte, Mama, die Wahrheit liegt in den Märchen. Und sie wissen, Märchen sind Nacherzählungen, das sind alte Geschichten, die unter Leuten ausgetauscht wurden. Und in Märchen ist so viel Wahrheit. Und sie hat dann zum Teil bis 2 Jahre geforscht, welcher Stein verkörpert welches Märchen. Also meine Lebensgeschichte, Sie hört sich die Patientengeschichten an und kann sie dann in die verschiedenen Märchen zuordnen. Und wenn sie dann das Märchen hat, weiß sie, aha, das ist der Sardonyx. Und homöopathisch kann sie so, das ist fast unheimlich, mit 6 Globuli kann sie eigentlich ganze Krankheiten zum Verschwinden bringen. Chronische Krankheiten wie Colitis ulcerosa bringt sie in wenigen Monaten zum Lindern oder zum Verschwinden. Und das auf das gestützt, also das sind, was soll ich sagen, das sind kosmische Informationen, das kann man nicht mehr fassen. Ja. Und der Michael Ginger hat die Seminare ins Leben gerufen, 5-mal hat er mit uns das noch verrieben, und als wir den Sardonyx verrieben haben, hat er gesagt, das mache ich nie mehr. Das gab so viel Konfrontation unter den Teilnehmern, wir waren 80 bis 20 Teilnehmer. Also das hat während explodiert. Des Verreibens ist das entstanden? Nachher, ja. Man bricht den Stein auf, und nachher kommen die Konflikte hoch. Und Michael hat da ein ganz schöner Satz gesagt. Wie kann sich ein Stein weiterentwickeln? Indem, dass er sich auflöst. Wir reiben da über Stunden. Und da brechen wir die Moleküle auf über Stunden. Und da passiert sehr viel vom C1 zum C4. Und das sehen wir auch an der Schule. Da passieren Ereignisse. Darf sich also, Marc dazu halten. Wenn immer Ruhe ist in der Klasse, aber nach der Homöopathie, gell? Das ist, also das ist dann das Fach, du bist da stehen geblieben, das Verreiben, genau. Was anscheinend einen
großen Block einnimmt, so wie ich das jetzt verstanden habe, und dank deiner Ausführungen auch, weshalb, weil da vieles freigesetzt wird. Ja, und gewisse Schülerinnen und Schüler fühlen sich da auch speziell hingezogen und führen das auch selber weiter. Ich muss zum Beispiel sagen, das ist nicht so mein Zugang, mein persönlicher Zugang. Jeder hat ja seinen Zugang zu den Steinen. Ich arbeite anders, weniger über die Homöopathie. Ich habe das auch selber versucht. Ich komme aber auf anderen Wegen schneller zu den Informationen. So hat jeder ja seine Tricks oder Möglichkeiten, die ihm gefallen. Aber es gibt Schüler, die machen das jetzt selbstständig und verreiben da einen Stein nach dem anderen, was ja auch wieder spannend ist für uns, weil das ist ja die Weiterentwicklung der Steinheilkunde, geht ja nur über alle Menschen, die sich damit beschäftigen und uns oder ja die Informationen wieder zurückgeben, ob das bei uns ist oder bei anderen Netzwerken, und wir können das dann auch wieder weitergeben. So ist so meine Einstellung, wie das auch funktionieren sollte in der Erforschung von, sei es jetzt die Steine oder andere Themen. Und wir haben das Thema Fuß. Bei der Eignungsfrage gibt es ja auch eben beim Leitbild ging es ja auch um die Füße. Wir haben 6 Tage, wo wir im Gelände sind. Und 5 Tage im alpinen Bereich und 1 Tag bei Bruno in der Gegend im Fricktal, wo es dann eher um Gips geht, um Sedimente geht. Und also 6 Tage sind wir im Freien unterwegs, und das sind auch immer ganz wertvolle Tage. Die Schülerinnen und Schüler lieben diese Tage, weil da eben erleben sie die Steine in der Natur, an Ort und Stelle, und auch können dann auch sehr tief hineinspüren, wie ist das, wenn ein ganzes Gebiet mit einem Stein bedeckt ist. Das ist anders, als wenn man einen kleinen Stein in der Hand hat. Gibt es da bestimmte Gebiete, die, wie soll ich sagen, ertragreicher sind, oder wo man einfach weiß, da gibt es die und die Steine, oder ändert sich das wieder, oder kommen wieder andere Steine an die Oberfläche, oder wie kann ich mir das vorstellen, wenn ihr da rausgeht, auch wie erkennt ihr die Steine, was ist jetzt ein Heilstein, was ist keiner? Ja, prinzipiell, das ist eine Frage, über die müssen wir jetzt ja mehrere Sendungen machen. Was ist ein Heilstein und was ist keiner? Kurz kann ich nur sagen, prinzipiell hat jedes Mittel hat seine potenzielle Heilwirkung. Es geht ja auch darum, wie ich in Beziehung trete. Heilung ist ja auch ein Beziehungsprozess. Ich gehe in Beziehung mit etwas. Und bei uns ist der Schwerpunkt die Steine. Andere Schulen haben zum Beispiel Pflanzenheilkunde oder wie auch immer. Das geht aber ums gleiche Prinzip. Und zur Frage zurück, wo findet man das? Man braucht schon die geologischen Kenntnisse, weil gewisse Steine gibt es auch nur an sehr seltenen Orten oder kommen sehr selten vor. Da muss man schon hin. Und wir haben da auch natürlich Unterstützung von Geologen und die langjährige Erfahrung. Natürlich auch die Bruno jetzt, der macht das schon so lange. Und da wissen wir schon, wo welche Steine sind. Genau. Und dann darf ich sagen, wir machen das Seminar, viermal nächtigen wir in den Alpen. Zuerst auf 1400 Meter und dann gehen wir auf 2100 Meter hoch. Aber auf 1400 Meter sind wir auf Kalk. Da kommen wir mal an. He? Und Kalk ist ja gemütlich, da kann man sich gut einbetten, das ist ja weich und er lässt so einem richtig ankommen. Aber nachher, die letzten 2 Nächte, wechseln wir auf Granit. Und Granit, da geht's los. Das ist ein Plutonit, der kommt hoch. Das ist ein Gestein, das ist zwischen 1100 und 900 Grad entstanden. Und der Kalk, der entsteht ja bei Zimmertemperatur und tiefer im Fluss. Das sind ganz andere Kräfte, die da spielen. Ja. Dann sind wir einmal auf Kalk, das basisch wirkt, das uns beruhigt, entsäuert. Und da gehen wir auf die Säure. Und wenn wir noch auf Granit sind, der ist immer radioaktiv. Und das heißt, radioaktiv heißt aktiv. Und da stellen wir große Veränderungen fest, also in der Gruppe. Willst du dazu was sagen? Also Gruppendynamik. Da möchte ich vielleicht noch kurz einhängen. Radioaktiv ist ja so ein Reizwort. Und du hast vorhin gerade noch Tschernobyl erwähnt. Ich möchte das in den richtigen Kontext bringen. Ist das eine natürliche Radioaktivität? Mhm. Er kennt sich da gut aus, ja. Also das ist eine unbedenkliche Radioaktivität, die tatsächlich häufig vorkommt beim Granit. Aber das ist jetzt nichts, was bedrohlich wäre oder wo man irgendwelche Langzeitfolgen zu erwarten hätte, weil sonst hätten viele Bergdörfer oder Gebiete, die auf Granit oder Leute, die auf Granit leben, hätten da Probleme. Das ist eine natürliche Radioaktivität. Aber der Granit bringt dieses vulkanische ursprüngliche Energie halt hoch. Das ist ganz anders als die Ablagerung. Kalk lagert sich ab über Millionen von Jahren im Meer. Ursprünglich im Meer, jetzt ist es ja am Berg dann oben, durch geologische Prozesse. Und der Granit kam wirklich aus dem Magma heraus. Das sind einfach andere Energien. Und das spürt man in der Gruppendynamik und bei sich selber. Bruno sagt immer, er merkt es sehr gut beim Stoffwechsel, wenn wir auf den Granit kommen. Und da geht's dann los.
Also sind dann vielleicht auch Verhaltensmuster in der Gruppe ein Indiz, wo ihr euch jetzt bewegt oder ob da ein, ich habe es vorhin das Wort gebracht, ertragreiches Gebiet ist oder ob das ein interessantes Gebiet ist, das zum Verweilen einlädt. So das Verhalten der Menschen als Indikator. Ja, also das stellen wir klar fest in diesen zwei Tagen. Aha. Auf Kalk hast du es einfacher mit einer Gruppe als auf Granit. Da beißt du auf Man Granit. Man sagt ja auch genau. Ja. Und die Bergler, warum überleben sie da? Also die hat eine gewisse Stärke tragend in sich. Also die Kraft haben sie ja von irgendwo. Und das geht auch auf den Stoffwechsel. Alles belebteste Granit. Und dann haben wir Granit hat Härtegrad 7. Kalk ist nur mit 3,5. Ist das eine, nicht mal ein gebackenes Brötli so weich, oder? Also. Und da auf weichen Steinen kann man sich besser einbetten, auf harten Steinen, da schlägst du auf, das schmerzt dann mehr. Und das geht auch ins Seelische. Also ich möchte dir nicht verraten, wie das Gruppenverhalten ist, aber die Leute merken es dann, das ist wirklich massiv anders. Und zwar sofort. Also es geht nicht ein Tag, sondern nach 10 Minuten, Viertelstunde reagieren die Personen so anders. Weil der Untergrund prägt uns direkt. Das hat ob ich auf einem Magneten mich herumbewege oder auf einem Holzboden, das sind zwei Ebenen. Und so kann man sich das vorstellen. Einmal, da kocht es unter mir, ist aktiv und das andere ist einfach wieder biogenetische Masse. Also Kalk ist aus Tieren entstanden, aus Pflanzen. Das ist nicht von der Tiefe hochgekommen. Das ist aus Lebewesen entstanden und das andere aus Magma. Mhm. Das ist da, das sind nicht Himmel und Hölle, wie kann man sagen? Einfach verschiedene Polaritäten, ja. Ja. Und es geht ja darum in der Schule, dass die Schülerinnen und Schüler das erfahren können. Da hätte ich gerade noch eine Frage, bevor ich wieder auf die Struktur zurückkomme. Innerhalb von 10 Minuten hast du vorhin gesagt, spürt ihr die Wirkung. Ist das so, weil ihr auf der Suche seid und offen? Oder bin ich als achtsamer Spaziergänger der durch so eine Gegend läuft und vielleicht von Kalk auf Granit kommt, kann ich so eine Veränderung in meiner Stimmung oder Wahrnehmung, Grundwahrnehmung auch erleben? Bist du als Psychiatriepfleger also, sagen? Das ist eine sehr, 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 sehr interessante Frage. Da haben wir auch uns viel unterhalten. Können? Ja. Also du als achtsamer Spaziergänger kannst eine Veränderung spüren, wenn du, wie du gesagt hast, die Achtsamkeit darauf legst. Es kommt auf die Fragestellung darauf an. Es gibt ja Millionen von Menschen, die Steinschmuck tragen, das nicht im Sinne von einem Heilstein tragen, sondern von Schmuck, schmücke mich. Und wenn ich dann die frage, ja, was erlebst du mit den Steinen, dann werden die sagen, nichts. Es kommt tatsächlich auf den Fokus darauf an, auf die Achtsamkeit, weil wenn ich mich nicht mit dieser Frage beschäftige, auch wenn jetzt der Stein eine Wirkung hat, das möchte ich nicht ausschließen, spürt man es nicht. Und wenn du aber mit der Intention hingehst, ich möchte den Unterschied spüren, dann bist du wirklich da. Weil sonst, wenn du als achtsamer Spaziergänger vom einen Gebiet ins andere gehst, denkst du vielleicht, ja, jetzt fühle ich mich schlecht, weil ich vorhin einen nervigen Anruf bekommen habe oder weil es das Wetter umschlägt. Das kann man ja dann anders assoziieren, die eine Gefühlswelt. Und man schaut nicht auf den Untergrund. Und diese Achtsamkeit wollen wir auch vermitteln, auf den Untergrund zu achten, dass der Untergrund uns prägt, dort, wo wir leben. Genauso wie ein Pflanzenkundler die Leute darauf bringen möchte, auf das Gelände zu schauen, oh, da ist diese Pflanze, so machen wir es mit den Steinen. Oh, schaut mal, was liegt da rum. Ja, also der Fokus ist da maßgebend und das Offensein auch dafür. Der Stein macht das unbewusst, ich kann das nicht beeinflussen. Ja. Wenn du von Kalk auf Granit gehst, verwechselt dein Charisma. Also du bist ein anderer Mensch auf Granit. Das sehe ich, wenn man hochkommt, da sind dann Granit ist schon das eigene Bestimmte. Also, solange du offen bist und dich bewusst darauf einlässt, nein, so wie ich das jetzt verstanden habe. Du veränderst dich. Du bist auf Kalk bist du nicht mehr so Kollege wie auf Granit bist du nicht mehr so Kollege wie auf Kalk. Aha. Da gehst du deinen eigenen Weg auf Granit. Aber du nimmst das anders wahr oder den Kausalzusammenhang siehst du nicht. Genau. In der Gruppe siehst du es sofort. Die Gruppenzusammenstellung ist wenn ganz anders. Wenn der Fokus stimmt. Ja. Immer. Also jede Gruppe, die zerreißt sich. Also
Wenn du auf Kalk zusammen bist, 15, 20 Stück, die sich treffen, ist das ganz anders auf Granit. Da hast du zack, zack, gell? Das kommen die, so das Eigenbrüderische. Also, ja, man drückt sich selber aus. Man ist nicht mehr ein Teil von einem Team. Man ist sich selber. Das ist ganz extrem. So wie der Granit zusammengestellt ist aus Granulaten. Er kommt ja von Granulat. Er hat ja verschiedene Körnungen, die da zusammengeschmolzen sind. Und das entsteht nachher. Es ist nicht mehr ein Guss wie ein Kalk. Mhm. Also, ja, wo ruhig und bescheiden, und der kommt natürlich auf 10, 20 Kilometer Tiefe. Das ist, da haben wir Tonnagen, die da drauf sind, und das kommt hoch. Und das wirkt auf sich aus. Und weckt dann wahrscheinlich auch Energien in Menschen, und die Energien vielleicht auch unterschiedlicher oder werden in unterschiedlicher Härte erfahren, so um das Verbindung zum Stein dann herzustellen. Ich kann dir einfach sagen, wenn du einen Garten hast, eine Terrasse oder Gartenplatten aus Granit, Mauer aus Granit, wenn du Leute eingeladen hast, abends um 11 sagen sie, bring noch ein Bier. Ja komm, jetzt hören wir noch nicht auf. Um 12 geht's weiter. Vor morgens 2 Uhr bringst du die nicht nach Hause. Die werden angetrieben. Das macht Granit. Und deshalb gehört Granit in die Küche oder da, wo man arbeiten muss. Und das passiert immer, ob du willst oder nicht. Die jagen dich. Spannend. Ja. Aber kommen wir jetzt wieder auf die Struktur zurück. Es war zu erwarten, dass wir natürlich von einem Thema zum anderen kommen. Das ist ja so faszinierend. Ich möchte jetzt aber wieder aufs Thema dieser Sendung zurückkommen. Wir haben dann noch mehr Zeit auf diese Eigenschaften der Steine und Wirkungen einzugehen. Die Struktur der Schule, ich glaube, du warst da noch nicht genau fertig. Wir waren bei 6 Tagen Gelände. Und was einfach wichtig ist, was wir jetzt auch in dieser Sendung den Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben wollen, ist, die Heilschule Schweiz macht einen Wandel durch. Es gibt neue Impulse. Es ist so, dass aufgrund der Größe der Schule, dass wir das wirklich ja auch im größeren Stile verwalten müssen. Wir brauchen eine Person im Backoffice, oder? Die Organisation macht, weil eben 7 Klassen parallel, das ist administrativ ein großer Aufwand. Ja. Und wir haben verschiedene Referenten jetzt, die zusammenarbeiten. Natürlich brauchen wir auch also sind wir in stetiger Entwicklung. Es ist nicht so, dass es das neue Konzept in Stein gemeißelt ist, sondern wir passen uns an. Wir möchten immer das Beste für die Schülerinnen und Schüler bieten. Und das ist unsere Mission, uns weiter zu entwickeln. Wie kann man den Unterricht noch besser machen? Und ich denke jetzt, mir gefällt diese Struktur sehr. Ja, natürlich auch, weil ich auch einen Teil beigetragen habe, natürlich. Ich konnte ja mich selber reinbringen, ich habe es als Schüler erlebt, oder? Wenn man diese Sicht als Schüler gehabt hat, dann kann man auch sehen, ah, das hat mir nicht so gefallen, das möchte ich länger machen, das möchte ich weniger lang machen. Wir haben natürlich nach wie vor eine Vielzahl von Themen, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wie zum Beispiel kolloidales Silber, das wir noch haben, die Farbenlehre zum Beispiel, eben Thema Schweizerstein, das wir sehr stark jetzt einflechten wollen immer mehr. Und dazu gibt es dann sicherlich auch die eine oder andere Sendung noch, wo das Thema wird, weil man sieht es in der Entwicklung, wir werden uns immer mehr und mehr vom internationalen Handel auch zurückziehen müssen. Es ist schwieriger, die Steine von Übersee zu bekommen, je länger, je mehr. Es ist tatsächlich jetzt eine Folge dieser internationalen Handelsproblematik. Ja. Und da können wir auf unsere eigenen Bodenschätze zurückgreifen. Wir haben nämlich sehr viele, und das möchten wir auch, diesen Spirit der Schweizer Steine. Das ist nämlich alles Fairtrade und Inlandproduktion. Ist doch, super, ja. Ist super, und das haben wir jetzt auch viel stärker reingenommen. Und eben auch die psychologischen Herangehensweisen, die intuitiven Herangehensweisen, das ist jetzt sehr viel stärker im Plan verankert, als das noch im ursprünglichen Plan auch war, ja. Wie sehen denn die Ausbildungsblöcke aus? Macht ihr das wochenweise oder jeweils über ein verlängertes Wochenende? Wie erwähnt, gibt es da Unterschiede je nach Standort. In Ziegelbrück zum Beispiel, wo ich jetzt Hauptdozent bin, sind es immer 2 Wochenendblöcke, also Samstag, Sonntag, 9 Uhr bis 5 Uhr. Mhm. Und die Tage werden dann eben auch unterteilt in einigen Blöcken, dass man am Morgen 2 Blöcke hat, am Nachmittag 2 Blöcke hat. Mit denselben oder unterschiedlichen Themen je nach Tag. Und dann gibt es auch bei Bruno zu Hause hat den Schulstandort ASP zum Beispiel, wo es einzelne Tage sind. Da gibt es Dienstagsklassen und Donnerstagsklassen. Ja. Und dann gibt es noch Grenchen, wo es auch Wochenendseminare sind. Also meistens ein Wochenende pro Monat.
und wie viele verschiedene Ausbildungsblöcke gibt es, die dann jeweils mit einem Zertifikat abgeschlossen werden? Ist das ein Ding aus einem Guss oder habt ihr da verschiedene Themen, die ihr jeweils abschließt und zertifiziert? Das ist tatsächlich die Gesamtschule wird abgeschlossen. Wir machen das nicht blockweise. Ah. Also natürlich machen wir dann mal eine Lernkontrolle in der Schule. Soll ja nicht eine Kontrolle sein, aber also eine Standortbestimmung. Standortbestimmung, ja. Das gibt es natürlich im Verlauf. Und um zu sehen, aber wo gibt's noch Dinge, die wir aufarbeiten können, und dann am Schluss gibt es die Abschlusszertifizierung. Ja. Also aber nicht, okay. Soll nicht diesen schulischen Charakter im Sinne von, ich muss Leistung bringen, ja. Weil, wie Bruno gesagt, der Spaß, die Freude am Lernen steht ja im Vordergrund. Und es ist nur eine Grundausbildung. Wir können das Thema, Sie müssen sich vorstellen, liebe Zuschauer, wir können das Thema nur ankratzen, auch wenn wir 9 Monate Zeit haben. Das ist so riesig. Und unsere Vision ist es auch dann, weiterführende Ausbildungen anzubieten, weil es gibt ganz viele Leute, die haben die Schule abgeschlossen. Und was kommt danach? Das ist auch noch ein grosses Thema, das uns beschäftigen wird. Und wo kann man sich hier weiter informieren? Ja, das geht über die Homepage Heilsteinschule Schweiz oder heilsteinschule.ch. Sind alle Informationen, man findet das unter Ausbildungsdetails, die Schulpläne etc. Und man kann unsere Filme sehen, das ist schon mal. Also ich bin immer dankbar, wenn ihr alle meine Filme seht oder einige, dann seid ihr schon ja etwas mit Vorlauf da in der Schule und es geht einfacher. Ja. Super. Ich danke euch für diese Informationen. Schön, dass ihr hier wart und ich freue mich schon auf weitere Sendungen mit euch und eurem Team. Vielen Dank. Sehr danke, gern geschehen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, wir konnten Sie motivieren, sich mal eingehender mit den Steinen zu befassen und beim nächsten Spaziergang mal darauf zu achten, was mit Ihnen passiert und einfach dafür offen zu sein. Weitere Informationen und Kontaktdaten zu unseren Gästen finden Sie auf unserer Homepage. Schauen Sie bald wieder bei uns rein. Ich freue mich auf Sie. Bis dann, auf Wiedersehen.